Hallo, meine Damen und Herren, hier geht es weiter in unserem Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Ich begrüße Sie im neunten Beitrag. Das heißt, wir beginnen heute und sprechen heute in Kapitel 8 zum Thema Grundlagen Ihrer Darmschleimhaut. Zunächst empfehle ich Ihnen aber genauso wie bei den vorangegangenen 8 Beiträgen, diese möglichst chronologisch zu rezipieren. Das heißt, ehe Sie den Inhalt dieses neunten Beitrages, nämlich dieses Kapitels 8, anschauen und sich anhören, empfehle ich Ihnen, die vorherigen sich anzusehen. Aber selbstverständlich können Sie auch frei entscheiden und quer einsteigen, das ist gar kein Problem. Und Sie können auch unabhängig davon andere Beiträge sich ansehen über die Seite ulrich-mtc.de/agilsmartbasic, so wie ich das hier eingeblendet habe. Das unabhängige Downloaden der, ich denke, doch wichtigen und inhaltsreichen PDF-Dokumente, zu denen Sie ja in den anderen Beiträgen auch schon die Möglichkeiten hatten, gibt es natürlich nur für die Abonnenten des Infodienstes agilsmart. Und wer nicht Abonnent ist, dem empfehle ich, das doch einfach mal zu probieren, einfach zu schnuppern, für den Zugang zu der schon ganz breiten Wissensbasis. Schon über 160 Beiträge gibt es bisher und es kommen immer neue hinzu, haben Sie für einen einzigen Euro in den ersten 30 Tagen die Möglichkeit. Wenn Sie das testen wollen, wenn Sie es interessiert, dann melden Sie sich doch einfach mal an. Sie riskieren sage und schreibe nur einen einzigen Euro und die Seite ist eingeblendet. Sie lautet ulrich-mtc.de/infodienst. Sie können auch jederzeit dann dieses Abo, wenn Sie es nicht mehr möchten, selbstverständlich fristfrei wieder kündigen, wenn Sie das möchten. Aber wie gesagt, Sie haben dort einen Zugang zu sehr vielen Beiträgen und nicht nur zu diesem Kurs. Es gibt auch weitere Kurse und es geht dort immer bei dem Infodienst agilsmart um das Ziel Leben ohne Krankheit. Aber jetzt zum agilsmart-Kurs Esst Weizen. Kapitel 8 habe ich angekündigt. Da geht es um Ihre Darmschleimhaut. Übrigens, wenn Sie den Beiträgen bis hierher gefolgt sind, wissen Sie längst, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, dass Sie Esst Weizen, trinkt Milch als Aufforderung begreifen sollen. Und schon gar nicht würde ich eine solche Aufforderung denjenigen geben und Sie auffordern, denen der Genuss von Weizen oder Milch die Lebensqualität verschlechtert. Und diejenigen, die das so empfinden, wissen, dass sie Weizen und Milch nicht vertragen. Also es soll keine Aufforderung sein. Nein, hier geht es darum, dass die Unverträglichkeit von Weizen oder Milch als Hinweis erkannt und verstanden werden soll, dass es bereits bei denjenigen, die dort Probleme haben, Verdauungsprobleme gibt. Probleme mit dem Verdauungssystem, Probleme mit dem Darm, Probleme mit den Lymphen als wichtigstes Entsorgungssystem für Gifte und Schadstoffe. Also es droht dort mehr. Das soll der Hinweis sein. Und wir wissen aus unzähligen fachlichen oder Veröffentlichungen in der modernen Fachliteratur und aus meinem eigenen Erleben weiß ich das auch, dass es mit dem Weglassen von Milch und Weizen bei Beschwerden nicht getan ist. Das allein reicht nicht, weil das Problem tiefer sitzt. Die Unverträglichkeit ist nur ein Symptom, deren Ursachen ich ganz und gar nicht beseitige, wenn ich diese Nahrungsmittel weglasse. Diese Ursachen liegen im gestörten Verdauungssystem. Das muss wieder normalisiert werden, um schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems, schwere Erkrankungen des Stoffwechsels, Störungen des Stoffwechsels, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu noch schwereren Erkrankungen führen kann und sogar zum Tod und auch wenn wir diese Ursachen nicht beseitigen, es auch zur schweren Störung der Psyche kommen kann. Oftmals sind Demenz und Alzheimer, Herzinfarkt oder Organversagen die Folge von sich immer mehr etablierenden Störungen des Verdauungssystems. Welche zentrale Rolle das Verdauungssystem, insbesondere der Darm, hat für eine regelrechte Steuerung der Gehirnfunktion? Ja, der Darm steuert das Gehirn. Das lernen wir heute auch in diesem Kapitel 8 kennen.
Störung des Verdauungssystems nicht ursächlich zu begegnen, sondern nur sogenannte unverträgliche Lebensmittel zu meiden, das kann sehr gefährlich sein und auf kurz oder lang zu schweren Erkrankungen führen. Ich bin also nicht der Meinung, Sie aufzufordern, Weizen oder Milch zu sich zu nehmen, wenn das bei Ihnen zu Störungen führt und zu Unbehagen und überhaupt zu unangenehmer Lebensqualität. Nein, das will ich nicht, sondern ich will, dass Sie die Erkenntnis bekommen, wie wir das auch schon in den vorherigen Beiträgen gesehen haben, dass es nicht ausreicht, die Symptome allein zu beseitigen, beziehungsweise den Symptomen zu begegnen, sondern wir müssen auf die Ursache gehen. Und das ist das gestörte Verdauungssystem. Diese Erkenntnisse haben wir glücklicherweise schon deutlich einsetzen können, dass es recht einfach ist, nämlich zu erkennen, dass es recht einfach ist, das Verdauungssystem wieder zu normalisieren, das Verdauungsfeuer wieder zu entfachen. Und somit behaupte ich, und Sie haben das bestimmt bisher auch schon zum Teil zumindest auch übernehmen können, die Erkenntnis, dass es ganz einfach ist, den schweren Erkrankungen zu begegnen, es nicht zu schweren Erkrankungen kommen zu lassen, beziehungsweise sogar hilfreich und erfolgreich zu sein gegen schwere Erkrankungen, wie gesagt, des Zentralnervensystems, des Herz-Kreislauf-Systems, schwere Erkrankungen von anderen Organen, dass wir das dem entgehen können durch relativ einfache Handlungen. Es ist relativ einfach, das sogenannte Verdauungsfeuer wieder zu entfachen und so der Ursache nahe zu kommen und die Ursachen zu beseitigen, die dazu geführt haben, dass wir Weizen und Milch nicht mehr vertragen. Darum geht es hier. Ganz praktische Empfehlungen zum Handeln konnte ich Ihnen bereits vorstellen. Das sind zum Beispiel die Unterstützung des Verdauungssystems durch zeitgerechte Auswahl der Nahrung, durch richtiges Essen, durch Auswahl dessen, wie wir uns beim Essen verhalten, durch einfaches Einhalten von Randbedingungen und vieles, vieles mehr. Das konnten Sie schon kennenlernen und ich nehme an, Sie haben bei den verschiedenen Empfehlungen immer schon mal gedacht, na, das ist ja so recht einfach, so hilfreich kann das doch nicht sein. Aber wenn Sie das jetzt bis jetzt auch schon mal ausprobiert haben, wenn Sie schon eingesetzt haben, wenn Sie den Empfehlungen nachgegangen sind, die sich doch so einfach anhören, dann werden Sie vielleicht schon von Verbesserungen profitieren. Das bisher für mich am besten Überzeugende in den empfohlenen Handlungen ist nicht deren Versprechen zum Erfolg. Erfolg ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, richtig. Aber mich erzeugt am meisten, dass Sie durch ganz einfache Handlungen und Überlegungen den drohenden Gefahren, den drohenden schweren Gefahren an Erkrankungen zu leiden, ganz einfach und sogar ohne fremde Hilfe oft entgehen können. Das gilt sogar, wenn diese Erkrankungen bereits eingetreten sind. Also nicht nur präventiv, sondern auch heilend, könnte ich hier sagen. Und das ist doch so. Alles ist einfach, was wir hier behandeln in diesem Kurs. Man muss es nur wissen. Das ist das Wichtige. Da ist die Krux drin. Wir müssen es wissen. Und deshalb gibt es diesen Kurs. Lassen Sie uns deshalb jetzt zum Thema Bedeutung der Darmschleimhaut kommen, um noch mehr zu wissen, wie wir ein Leben ohne Krankheit erreichen können.